Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in unserer neuen Ausgabe Weekly Roundup, auch in dieser Woche wieder mit unseren üblichen Rubriken wie dem Fundstück der Woche, dem Highlight der Woche und den Kommentaren der Woche. In diesem Video erfahrt ihr, zu welchem Thema wir mit Sir Max Otte gesprochen haben. Das Interview wird in der nächsten Woche am Dienstag ausgestrahlt. Außerdem erfahrt ihr, welche Bücher uns beide maßgeblich beeinflusst haben, und wir haben das erste Mission Money Gewinnspiel in der Geschichte, ja eigentlich unseres Kanals, am Start. Wir werden ein T-Shirt und zwei Bücher verlosen, die ja, uns Dr. Reinhard Zietelmann freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt, auf geht's! Wir wollen von euch wissen, welches Buch hat euer Leben nachhaltig verändert? Und diese Frage hat auch einen Grund, nämlich unser Gewinnspiel. Dazu kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal, Mensch, die Antwort von uns auf die Frage der Woche. Ja. Bei dir? Sachbuch? Sachbuch. War Costolani, Die Kunst über Geld nachzudenken, habe ich, glaube ich, im Jahr 2003 oder 2004 erstmalig gelesen. Und das hat wirklich meine Attitude zum Thema Börse absolut verändert. Also war wirklich so ein Paradigmenwechsel für mich. Bei dir Sachbuch? Ja, Sachbuch. Man ist ja immer von den kurzfristigen Sachen ein bisschen beeinflusst. Deswegen Homo Deus, das ist noch nicht so lange her, von Harari. Das ist schon ja, ein ganz schöner Schinken, aber da steckt einiges drin. Das ist auch wirklich so ein Buch, das kann man sich... Ich habe das Hörbuch und das echte Buch auch, aber das kann man sich auch wirklich zehnmal reinziehen, weil da kann man auch nicht alles aufnehmen. Das ist schön, wenn man sich das öfter mal gibt. Habe ich neulich bei Dobelli auch, glaube ich, gelesen, der sagt, ja gut, er macht wirklich nur 10 Bücher vielleicht im Jahr oder 20, nicht zu viele, und liest die dann aber wirklich 2, 3, 4 Mal und konzentriert sich wirklich auf die guten Sachen und liest da nicht zu viel Schrott. Roman auch noch? Roman, ja, Roman, definitiv. Also mein absoluter Lieblingsroman ist American Psycho von Bret Easton Ellis. Habe ich dir ja auch irgendwann mal empfohlen, glaube ich. Ich hoffe, dir hat er auch einigermaßen gefallen. Ja, es ist ein sehr romantisches Buch. Ein sehr romantisches Buch, genau. Und kann man abends mal zum Einschlafen der Freundin vorlesen oder so. Und dann noch von Jonathan Littell, Die Wohlgesinnten, auch sehr, sehr stark. Ja, American Psycho ist wirklich gut. Ich habe das Hörbuch leider wirklich schon mal zum Einschlafen gehört. Das ist kein Witz. Ich glaube, das gibt es nämlich auf YouTube kostenlos, glaube ich. Ja, also von Moritz Bleibtreu gelesen. Genau, man findet das auf jeden Fall. Ja. Also kann ich auch noch empfehlen. Ich würde sagen, bei mir Siddhartha von Hermann Hesse. Das ist so ein spiritueller Roman. Da geht es viel um Sinnsuche. Kann man auch öfter lesen. Gerade Leute, die vielleicht sich denken, oh, was mache ich denn die nächsten 2, 3 Jahre? Soll ich studieren? Soll ich eine Weltreise machen? Passt das vielleicht ganz gut rein? Und was ich auch sehr gut finde, von Paul Auster, Leviathan, das ist auch so, ja, bin ich zufällig drauf gekommen, hat mir auch sehr gut gefallen. Okay, und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Genau, jetzt kommt das Gewinnspiel, und zwar geht es da auch um 2 tolle Bücher und um ein wunderschönes Kostüm. Und zwar hat uns Dr. Reiner Zietelmann hier diese 2 coolen, spannenden Bücher zur Verfügung gestellt. Und dieses wunderbare T-Shirt. Ja, auch sehr romantisch mit dem Herz drauf. Das könnt ihr gewinnen, und zwar ist das ganz einfach. Ihr müsst nur die Frage der Woche beantworten unten in den Kommentaren, also welches Buch oder welche Bücher euer Leben verändert hat. Und dazu ganz wichtig, wenn ihr die Sachen gewinnen wollt, dann Hashtag Zietelmann dahinter oder davor setzen. Dann nehmt ihr teil an der Verlosung. Also wie gesagt, wir haben das ganze Package 5-mal, also 5 Gewinner wird es am Ende geben. Viel Glück, macht fleißig mit. Viel Erfolg, genau. Ich habe einen sehr, sehr interessanten Blogartikel von Franklin Templeton gefunden. Darin beschäftigen sie sich mit den Emerging Markets und argumentieren, warum die Ängste und Sorgen um die Emerging Markets möglicherweise stark übertrieben sind. Denn mittlerweile ist ja in vielen Medienberichten zu lesen, dass besonders die Türkei und Argentinien vor ganz, ganz großen Problemen stehen. Doch die Experten von Franklin Templeton sind da anderer Meinung. Sie argumentieren nämlich, dass A, das Emerging Market Universum sehr heterogen ist. Also man kann nicht alle Länder über einen Kamm scheren. B. Die Zinsstraffung der Fed hat bislang nicht diejenigen negativen Auswirkungen, die also momentan virulent sind in den Medien. Das machen sie auch an Zahlen und Grafiken deutlich. Und C. Die Emerging Markets bleiben trotzdem weiterhin die globalen Wachstumstreiber. Und wer sich das alles nochmal ganz genau zu Gemüte führen möchte, dem hänge ich den Link unten rein in die Videobeschreibung. Jetzt haben wir schon wieder ein Buch, und zwar habe ich einen aktuellen Buchtipp von euch. Furcht heißt das Werk von Bob Woodward. Den kennen vielleicht einige von euch. Er ist nämlich einer der renommiertesten Journalisten weltweit, kann man eigentlich behaupten. Er hat nämlich damals mit seinem Kollegen Carl Bernstein für die Washington Post auch den Watergate-Skandal aufgedeckt. Und jetzt, man sieht es natürlich schon auf dem Cover, geht es um Donald Trump. Es wird angefangen beim
Wahlkampf bzw. vorm Wahlkampf, wie das Ganze gelaufen ist mit Steve Bannon und so weiter und so fort. Und es ist wirklich so erzählt, als wäre der gute Bob Woodward ständig dabei gewesen. Ich frage mich, wie er das gemacht hat, aber er ist natürlich ein Weltklasse-Rechercheur und auf jeden Fall gut geschrieben, auch so ein bisschen schön kleinteilig geschrieben. Schöne kleine Stories kann man sehr gut lesen, kann ich euch ans Herz legen. Und was auch noch ein Tipp ist, ist jetzt nicht mega aktuell, weil es vielleicht viele schon kennen, aber Black Mirror ist wirklich eine sehr gute Serie. Ich komme jetzt drauf, weil das im neuen Buch von Harari, 21 Weisheiten oder Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Jahrhundert taucht das auch auf, lustigerweise. Da geht es nämlich um Science-Fiction, Digitalisierung und so weiter und so fort. Und da kommt das gute Zitat von ihm, wie ich finde. Er sagt, wenn dir jemand was über die Zukunft erzählen will und es klingt nach Science-Fiction, hat er wahrscheinlich Unrecht. Wenn er aber was über die Zukunft erzählt und es klingt nach Gegenwart, dann hat er sicher Unrecht. Und er führt als Beispiel Black Mirror an. Da geht es eben sehr viel um dieses Thema Digitalisierung und ist auch ein bisschen gruselig sozusagen. Also gibt es auf Netflix, kann ich euch nur empfehlen. Schaut doch mal rein. Mein Kommentar der Woche kommt von SB320 und er hat das letzte Video, also das Donnerstagsvideo, kommentiert, den ersten Teil unserer ETF-Serie in Zusammenarbeit mit der Consorsbank. Er fragt mich in dem Falle, wirst du deine angesprochene neue ETF-Strategie in dieser fünfteiligen Serie erklären, weil du ja letztens meintest, dass du Aktien verkauft hast, um ETFs mehr zu machen. Ja, das stimmt, das habe ich schon im letzten Jahr angekündigt. Also ich habe mir ein bisschen Cash beiseite gelegt, um mich für den möglicherweise bald nahenden Crash vorzubereiten. Und um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich werde es nicht innerhalb dieser Serie beantworten, aber das Video, das wird kommen, und zwar im November. Nachdem wir unser börsianisches Quartett abgedreht haben, werden wir dieses ETF-Video, also quasi meine neue ETF-Strategie, nochmal etwas intensiver beleuchten. Da werde ich euch darlegen, welche neuen Sparpläne ich da mit ins Portfolio reingenommen habe, was die Hintergründe sind, wo ich da eventuell ein paar Verschiebungen vorgenommen habe. Ist nicht eine komplett neue Strategie, aber ich werde euch auf jeden Fall diese ganzen Feinjustierungen und Modifizierungen erklären, die ich da einfach vorgenommen habe in meinem Portfolio. Meine Auswahl trifft diese Woche Marcelinho Perez, heißt der gute Mann, hat ein sehr schönes Profilbild, nämlich von Pierluigi Collina. Das heißt, glaube ich, das war mal ein sehr gefürchteter Schiedsrichter. Und zwar schreibt er, ich habe mir vieles durchgelesen und möchte noch eine Anmerkung machen. Er hat das bezogen auf das Video Roast My Depot, bei dem wir Reinhard zu Gast hatten. Sven Kalin hat dem Reinhard sehr nett geantwortet, das fand ich sehr positiv. Und Reinhard finde ich wirklich ganz großartig, trotz beleidigender Kommentare stellt er sich noch der Diskussion. Er hat auch Sven Kalin ganz toll geantwortet und seine eigenen Fehler nicht auf Kalin geschoben. Und dann möchte ich noch erwähnen, dass ich trotz vieler Jahre Erfahrung auch immer wieder Fehler mache, vor allem beim Timing. Vielleicht noch ganz kurz der Hintergrund. Also Reinhard hatte in unserem Video Sven Kalin, einen YouTube-Kollegen, erwähnt, an dem er sich orientiert hat. Und Sven Kalin hat dann unter unserem Video mit Reinhard bei Roast My Depot dem Reinhard sozusagen eine Antwort geschrieben, weil er irgendwie darauf aufmerksam gemacht wurde. Und Reinhard hat jetzt nochmal Sven Kalin geantwortet. Also alles gut, alles in Butter, alle sind zufrieden hoffentlich und ihr hoffentlich auch. Wir haben in der letzten Woche ein super spannendes Interview mit Max Otte geführt und das Interview hat wirklich das Potenzial, mal wieder der nächste Blockbuster hier auf unserem Kanal zu werden, denn was Otte da alles rausgehauen hat zum Thema Euro und EU, das ist wirklich, ja, knackig, würde ich mal sagen. Also er legt dar, warum Italien eigentlich schon längst pleite ist, warum Deutschland aus dem Euro austreten sollte und zwar sofort. Also bislang gab es ja immer die These, dass die ganzen Südländer austreten sollten. Nein, Otte sagt, nicht Italien und Spanien etc. müssen austreten, sondern wir Deutschen. Sonst sind wir möglicherweise bald alle pleite. Sonst ist der Dexit. Der Dexit. Der Dexit. Sonst ist unser Geld bald futsch. Und das möchte ich euch jetzt schon mal ans Herz legen. Schaltet doch bitte in der nächsten Woche am Dienstag, so um 17 oder 18 Uhr wird es wahrscheinlich rauskommen, einfach mal rein und guckt euch das an. Und jetzt entlassen wir euch ins Wochenende. Habt eine gute Zeit und einen schönen Tag noch. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.